One, two, three, four. Okay, das Rap. Okay, er macht Ansage. Er macht Ansage. Oder eine Yvonne Katterfeld-Ballade. Eins von beiden. Nee. Für dich ziehe ich die Wolken weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Das ist ich weird. Ich sehe nicht, ob er seine Lippen bewegt. Doch, doch, von hier, die Lippen von hier bewegen sich. Oder er macht Gedicht. Der ist Beatbox. Oh, shit. Ah. Beatbox. Ist natürlich geil. Ja, ist richtig nice. Beatbox? Könnte ich schon gebrauchen. Aber nee, aber er redet auch. Also es ist so beides. Ja, die werden jetzt so wohl nicht einen schlechten Beatboxer da drin haben, oder? Nee, der kann was, glaube ich. Achtung! Ich glaube, der kann was. Junge, was ist das denn? Mega. You and your body, hey, Beards. Every single portion, Beards. Beards and chills up and down your spine, Beards. Bruises flowing down your tongue, Beards. Beards, Beards, Beards. Oh, and I love my hair. I wanna look at them. I tell me what you see. I love my hair. I put up a little bit of mega. Herzlich willkommen bei Fame Baker. Geil, dass du dabei bist. Ich habe mich für dich entschieden. Willkommen in meinem Team. Wer bist Hammer. Du? Mein Name ist Saman Davut aus Kastelaun. Das ist im Hunsrück und bin 32 Jahre alt. Mega. Und was machst du beruflich? Bist du hauptberuflich Beatboxer? Nein. Nein. Ich bin Erzieher in der Jugendhilfe. Hey. Mega. Geil. Der Glaube spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle. Ich sehe da Friede, ich sehe da Liebe, ich sehe da Hoffnung. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich auf jeden Fall dran festhalten kann. Im Alter von einem Jahr war ich an Augenkrebs erkrankt. Mir wurde mein linkes Auge entfernt. Seitdem habe ich ein Glasauge. Und in der Grundschule kamen dann halt Kinder und haben sich drüber lustig gemacht. Aber ich wusste mir da schon sehr früh selber zu helfen. Ich habe halt mein Glasauge rausgeholt und bin denen halt hinterhergelaufen. So haben die mich in Ruhe gelassen. Entweder man nimmt mich so, wie ich bin, oder dem, wem ich nicht gefalle, sage ich dann gerne mal, ich werfe ein Auge auf dich. Ne? Also ich nehme das schon mit Humor auf jeden Fall. Es ist wirklich egal, was man hat. Wenn man will, kann man alles schaffen. Kannst du uns einmal eine Bandbreite deiner Geräusche geben? Also kann ich einmal durch dein Radioprogramm durchscrollen und du gibst mir natürlich einfach all das, was du kannst. Okay. Los. Alles klar. Super, switch it up. Let's switch it up. So, ja. Hey, mega geil. Danke. Vor circa 14 Jahren, da kam ein Freund von mir. Hey, Saman, hör dir das mal an, das ist jemand, der macht das nur mit seinem Mund. Hab ich mir das angehört. Das hat mich so fasziniert und ich war tatsächlich besessen davon, dass ich 2 Jahre wie ein Bekloppter geübt habe. Es gibt da verschiedene Sätze, zum Beispiel böse Katze. Böse Katze, böse Katze. Ja, und dann lässt man halt die Buchstaben weg. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Was ich dem Luke beibringen könnte, eher sowas Hip-Hop-mäßiges. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das passt auch so ein bisschen zu dem auf. Dieses lockere, lässige, ja.
Ich freue mich mega. Egal, was passiert, du bist auf jeden Fall schon mal der klimaneutralste Künstler, weil du brauchst einfach nur ein Mikro und kannst ein komplettes Table-Deck darstellen. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool. Ich mache mir mal Gedanken und ich glaube, wir können eine schöne musikalische Beziehung führen und im Finale sehe ich dich ganz weit vorne. Eine Dankeschön. One-Man-Band. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Wirklich, vielen Dank. Vielen Dank.